Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Zaptec Go Ladestation. Wenn die Ladestation weiß leuchtet, wurde sie von Ihrem Elektriker konfiguriert und ist für die Nutzung bereit. Die nächsten Schritte müssen Sie als Nutzerin der Ladestation durchführen. Laden Sie zuerst die Zaptec-App herunter, registrieren Sie sich und erstellen Sie ein Konto. Sobald Sie diesen Schritt abgeschlossen haben, erhalten Sie per E-Mail einen Aktivierungscode. Melden Sie sich an und klicken unter Ladestation auf die Schaltfläche Neue Ladestation hinzufügen. Scannen Sie nun den QR-Code. Der QR-Code ist auf der Frontabdeckung der Ladestation und im Handbuch angegeben. Geben Sie Ihren PIN-Code ein. Sie finden den Code in der Bedienungsanleitung. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen und geben Sie die Adresse ein. Geben Sie der Ladestation einen eindeutigen Namen. Das ist besonders wichtig, wenn Sie mehr als eine Zaptec Go haben. Richten Sie den Eco-Modus für die Funktion des intelligenten Aufladens ein. Diese Funktion ist zurzeit nur in Norwegen verfügbar. Um sicherzustellen, dass Ihr Elektrofahrzeug außerhalb der Spitzenzeit des Stromverbrauchs ausreichend aufgeladen wird, stellen Sie den Eco-Modus ein. Diese Funktion ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Wenn die Ladestation weiß leuchtet, haben Sie sie erfolgreich verbunden. Entfernen Sie nach dem Verbinden den Aufkleber mit dem QR-Code. Bewahren Sie den Aufkleber zum Beispiel in Ihrem Benutzerhandbuch oder Sicherungskasten auf, falls Sie die Ladestation später noch einmal verbinden müssen. Jetzt können Sie Ihre Zaptec Go Ladestation verwenden.